Der Wirtschaftsminister des Landes Sachsen-Anhalt besuchte vor wenigen Tagen die Firma Schüco Polymer Technologies am Stadtrand von Weißenfels. Mehr als 860 Mitarbeiter hat die Firma hier an ihrem Standort. Zusammen mit der Landtagsabgeordneten Elke Simon Kuch informierte sich der Minister bei der Geschäftsführung über die Produktion und die derzeit bestehenden Herausforderungen. Bei einem dem Gespräch anschließenden Betriebsrundgang ließ sich der Minister Einzelheiten der Produktion erläutern. Herr Schulz, wir sind mal unterwegs in den Firmen, diesmal im Burgenlandkreis hier bei Schüco. Wie ist denn Ihr Eindruck von der Firma, die ja recht wichtig ist auch für den Burgenlandkreis? Nein, nicht nur für den Burgenlandkreis. Schüco ist ein Unternehmen, wir sind stolz darauf, in Sachsen-Anhalt dieses Unternehmen hier zu haben. Und ich bin als Wirtschaftsminister regelmäßig, eigentlich jede Woche unterwegs, in den Unternehmen in Sachsen-Anhalt, um einfach zu erfahren, wo klemmt es gerade oder was läuft vielleicht auch gut. Und heute war ein sehr angenehmer Termin, weil wir uns einfach mal so ein bisschen allgemein ausgetauscht haben. Das Thema Arbeitskräfte der Zukunft war natürlich ein Thema. Wie sieht es aus auf dem Markt insgesamt gerade? Welche Absatzmöglichkeiten gibt es und so weiter? Wie ist die Zukunft auch des Unternehmens hier am Standort im Burgenlandkreis? Und ja, es war sehr spannend und sehr informativ auch für mich wieder. Umfragen von der IHK und noch von der Handwerkskammer sagen ja, dass die Konjunktur gerade so, ich sag mal, auf dem gleichbleibenden Level ist. Es geht noch nicht aufwärts, aber glücklicherweise konnte es gestoppt werden. Wie sieht es denn dann im ganzen Land aus? Also es ist schon so, dass erstmal das Positive vorweg, dass die Kammern, die IHK auch gesagt hat, dass wir in Sachsen-Anhalt eine gute Arbeit machen und im Rahmen dessen, was wir beeinflussen können, auch alles in die richtige Richtung auch bewegen. Das ist zumindest mal ein positives Zeichen, heißt aber nicht, dass es nicht immer noch Dinge gibt, die man auch noch verbessern kann, auch in Sachsen-Anhalt. Insgesamt ist der Trend, das muss man aber schon sagen, im Moment eher in die negative Richtung gerichtet. Die Aussichten, speziell aus Berlin, von Seiten der Bundesregierung, auch beispielsweise, wenn wir hier bei Schüco sind, für den Bausektor, die sind eher negativ. Es fehlen einfach Perspektiven, es fehlt aus meiner Sicht ein konkreter Plan, wie man im Bausektor insgesamt die Herausforderungen lösen will. Es wird sich zu viel gestritten im Moment in Berlin. Das merken wir auch in Sachsen-Anhalt, wenn wir einfach hier betrachten, was dort passiert. Und deswegen für die Wirtschaft brauchst du am Ende des Tages immer Planungssicherheit. Die Unternehmen, die können nicht für 1, 2 oder 3 Jahre planen, sondern die planen für Jahre, Jahrzehnte. Und das ist schon das, was es im Moment auch zu kritisieren gibt. Wir brauchen einfach schnellere, bessere Entscheidungen auch aus Berlin. Und dann läuft es auch noch ein Stück weit besser mit der Wirtschaft in Sachsen-Anhalt. Die Industrie- und Handelstag hat jetzt wieder eine Umfrage gemacht und hat festgestellt, dass ein Viertel der energieintensiven Firmen mit Abwanderung droht. Wie kommt denn das bei Ihnen als Minister und bei Ihnen im Ministerium an solche Umfragen? Also es ist so, hat Schüco auch gesagt, dass sie hier ganz, ganz klar zu dem Standort hier stehen. Erstmal als Produzent in Deutschland und vor allen Dingen hier im Burgenlandkreis auch. Also da braucht sich keiner Sorgen zu machen. Das sind auch gute Zeichen für die Zukunft. Insgesamt sind wir in Sachsen-Anhalt aber ein Bundesland, was extrem energieintensiv ist. Wir haben 5 große Chemieparks, ja gerade im Süden Sachsen-Anhalts. Die großen kennen wir alle, auch hier im Burgenlandkreis natürlich. Und wir sind auf Dauer mit den Energiepreisen, die wir im Moment haben, nicht wettbewerbsfähig. Unsere Produkte, die in den Chemieparks produziert werden, die werden benötigt in der gesamten Welt. Und in Südamerika oder in den USA oder gar in China, da fragt niemand und sagt, Mensch, das kommt ja jetzt hier aus Deutschland, da sind die Energiepreise etwas höher, deswegen zahlen wir auch einen höheren Preis. Es gibt einen Weltmarktpreis oft für die Produkte und wenn wir den erreichen, dann sind wir weltmarktfähig. Erreichen wir ihn nicht, haben wir ein Problem. Und dazu zählen am Ende des Tages, dass wir für den Grundstoff Energie, oft ist es Gas, zum Teil ist es auch Öl, und natürlich auch Strompreise benötigen, die es erlauben, einen vernünftigen, am Ende des Tages Weltmarktpreis für die Endprodukte zu haben. Und das macht mir im Moment große Sorge. Der Sprecher der Geschäftsleitung, Markus Herbst, zeigte sich sehr zufrieden nach dem Besuch. Wie ist denn Ihr Fazit vom Besuch des Ministers? Unser Fazit ist sehr positiv. Zunächst einmal haben wir uns gefreut über den Besuch. Wir hatten ein sehr offenes, konstruktives Gespräch über verschiedene Herausforderungen, insbesondere die, die wir im Moment in der Bauindustrie haben, aber auch für die Bereiche Nachhaltigkeit, Digitalisierung oder Fachkräftemängel. Schüco Polymer Technologies produziert in Weißenfels Kunststoffsysteme für Fenster, Türen und Schiebetüren und liefert diese in mehr als 50 Länder.
Wir sind seit 1996 hier zu Hause und fühlen uns als echte Mitteldeutsche und sind froh, auch den Faktor Made in Germany mit unseren Kolleginnen und Kollegen in die Welt zu tragen.